so, hallöchen, willkommen bei mir zu einer weiteren Folge im Landwirtschaftssimulator 17, / Farming Simulator 17. Ja, in der letzten Folge habe ich mir einen neuen Kipper gegönnt. Ein Fenius 400. Oder wie 400? Mit 36.000 Liter Fassungsvolumen. Und habe da so die Idee gehabt, hey, wenn ich eine Mission mache, kann ich den vielleicht auch abtanken. Vielleicht funktioniert das. Nein, in der Mission funktioniert es nicht, Leute. Könnt ihr knicken. Von daher aber auch jetzt nicht so wild. Zwar ein bisschen schade, aber okay. Das heißt, es funktioniert alles so wie gehabt. Ihr könnt das Ganze benutzen, aber ihr könnt dann die Mission nicht spielen, wenn ihr aberntet. Von daher, alles ist gut. So. Ich habe jetzt wie immer noch 21 Minuten Zeit, diese Mission hier zu erfolgreich zu beenden. Das sollte ich wohl locker schaffen. Ich bin dreiviertel voll, oder ich habe dreiviertel dessen, was ich machen darf, jetzt erledigt. Die Prozentanzahl ist bei 73. Sollte also knapp identisch über sich überlappen wohl. Hoffe ich mal. Könnt mir wie mal gerne reinschreiben, wie ihr jetzt so weiter vorgehen wollt, würdet, was ihr bisher da so von haltet. Und ansonsten bin ich jetzt schon leider am Überlegen, was heißt leider, eigentlich nur am Überlegen, was ich als nächstes mache, denn ja, ich müsste mir jetzt endlich mal ein Zeta, nicht ein Zeta, ein Striegel zulegen, weil dann spare ich Düngekosten. Und eine Sache wäre noch. Ich komme aber nicht drauf irgendwie. Größerer Traktor nochmal, wa? Der auf jeden Fall auch noch. Übrigens wäre das vielleicht auch nicht mal eine schlechte Idee, eine Garage auf dem Hof zu haben. Ah, okay. So, wie gesagt, da steht das gute Stück. Ich finde ihn echt nicht schlecht. Ist vielleicht mit den kleinen Zeltor ein bisschen problematisch. Aber hey. Na komm. Alter, der hat ja einen Bremsweg. Das ist unglaublich. Aber okay. So. Ich bin ja mal gespannt, ob ich es schaffe. 19 Minuten, eigentlich schon. Ich glaube mit 35 noch was habe ich angefangen. Das heißt ungefähr 15 Minuten habe ich schon gebraucht, um so weit zu kommen. Viel steht da nicht mehr. Ja, dann stelle ich mir den guten Kipper einfach mal erstmal auf den Hof. Mich mir so ein bisschen vor, ich habe Geld verbraten. Als wenn so ein Fehler war, das Ding. Aber okay. Ich glaube nicht. Ich glaube aber einfach nur zu früh in die Zukunft investiert. Weil wenn der voll ist, glaube ich nicht, dass zumindest nicht der Kleine den so gut ziehen wird. Und der Große dann. Aber hey. Ja, wie immer, könnt ihr auch reinschreiben. Ob ihr wollt, dass ich euch zeige, also alles zeige, oder ob ihr sagt, hey, du kannst auch mal ruhig ein, zwei auslassen. Beziehungsweise, wir wollen eher nur deine Felder bewirtschaften und etc. sehen. Weil dann lasse ich das demnächst außen vor. Oder zumindest das eine oder andere Mal. Oder ihr sagt euch, nö, ich komm, ich gebe mir die volle Zeit, damit ich weiß, wie du es gemacht hast. Ich könnte natürlich noch reinschreiben, ey, das hast du aber scheiße gebaut oder gemacht oder eben nicht. Beziehungsweise, dann könnt ihr für euch selber entscheiden, wie man das nicht machen sollte. Und von daher, immer rein und immer her damit. So, die womöglich letzte Bahn, hoffentlich.
bin ich sogar noch schneller fertig, als ich gedacht habe. 35 Minuten, ich hätte sogar 20 Minuten Zeitbonus haben, hätte ich da wahrscheinlich nicht die knapp 2 Minuten. Versucht das da mal euch so noch zu zeigen. War es eigentlich 2 Minuten? Ich weiß es gar nicht genau. Ich hoffe nur nicht, dass ich nochmal einmal zurückfahren muss. Mit 13 habe ich getippt. Bin ich sogar ein bisschen drüber. Hello, freue ich mich. Ist der Zeitbonus minimal höher. Aber auch nur minimal. So, einmal noch hier reinhüpfen. Ich kenne ihn dann ja schon. Wie gesagt, soweit ich das sehen kann, ist wieder das Radio oder wurde überdeckt. Hey, ey, 5000. Mit einem Schlacht habe ich hier sage und schreibe die Kohle gemacht. Heidewitzka. So, ja, kurz mal ins Menü geguckt. Dann über auf den Striegel. Der kostet 34. Okay, das heißt, ich muss noch ein paar Missionen machen. Aber ich kann auch erstmal auf meine beiden Felder gucken. Feld 14 und 19. Die habe ich ja zuletzt gedüngt. Die sind übrigens im Wachstum. Und sind auch, wenn ich das sehe, in der letzten Stufe. Richtig? Richtig? Richtig, ne? Da wird sich jetzt nichts passieren, weil der definitiv sehr, sehr dunkel. Die hellen Fahrspulen sind wahrscheinlich durch den Mod. Das heißt, sie befinden sich im Wachstum. Da werde ich nichts mehr machen können. Okay, gut. Dann hinein in meinen schönen Hobel hier. Genau, und jetzt gucke ich echt nochmal rein, was das für ein Kipper war, damit ich das vielleicht mal merken kann. Der W400. Okay, gut. So, ja, und dann mache ich mich einfach mal auf den Weg. Sieht ein bisschen schwerfällig. Ich glaube, wenn der voll ist, wird er den gar nicht mehr großartig bewegen können. Von daher war es doch wohl so ein ganz kleiner Fehler. Also ich muss den großen da vorhängen. Werde ich mich mal auf den Weg machen, erstmal wieder den in beziehungsweise auf den Hof zu bringen, damit der zu Hause steht. Junge, schaukelt der vorwärts und rückwärts, wenn der Hobel dran ist. Also man merkt, er hat hinten richtig was zu drauf da, richtig Gewicht. War vielleicht nicht ganz so schlau. So, kurz geguckt. Ne, da kommt nichts. Na ja, klar kommt was, ich Depp. So, gut und doch. Ich muss leider mal einmal drehen. Denn ich habe leider mich verfahren, sprich bin falsch abgebogen. So sieht das ganze Teil übrigens aus in der Nähe aus. Schlangenlinie, als wäre ich was getrunken hätte, aber ich kann das nicht so gut. Weil ich nicht so in der Innensicht bin, beziehungsweise in der hinteren Vogelperspektive. Von daher sorry für meine etwas miserablen Fahrkünste. So. Bin ich natürlich auch geneigt zu testen, ob das funktioniert, wenn ich den Nachbar einfach ohne eine Mission zu machen das Ding abernte. Hehe. Erstmal von der Straße runter. So, meine Hofeinfahrt. Und da bin ich dann. So, eigentlich
kann ich dann rüber springen. Habe ich eigentlich schon zweimal gedüngt, Leute? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr düngen, ne? In der Meinung, ich habe erst einmal gedüngt. Oder? Habe ich schon gedüngt, als das so hoch war? Doch, ich habe zweimal, ne? Ich habe zweimal schon gedüngt. Und ganz früh, wo noch gar nichts war, ne? Kann das sein? Ich bin mir da aber nicht mehr sicher. Ich mach den einfach mal an. Und wieder aus. Ich glaube, es wird nichts gemacht haben. Nö, die Bodentextur ändert sich nicht. Von daher... Ja, hast du Pech gehabt, Meister. So, das heißt für mich... Übrigens ist das hier echt schon ganz schön grün. Im Wachstum. Letzte Stufe scheinbar. Ja, da gibt es bei mir... Also da muss ich sagen, leichte Probleme. Und von der Farbe her könnte ich sowieso gar nichts mehr machen, weil es eigentlich schon ein Maximum ist. Da müsste ich schon dreimal rübergegangen sein. So, ja, da oben abgeerntet. Hier ist auch geerntet. Komischerweise, ich weiß nicht. Hau ich mal hier unten hin. Und ich guck mal, was der Kollege hat. Ich habe 7 Minuten Zeit, hier mal mit einem großen Dünger rüber zu hauen. Ich gehe mal auf Besuchen. So, hab 11 Minuten Zeit für 4-5. Und sage... Sage wieder hier. Besuchen und das 4-5, 2-9. Ist, glaube ich, ein bisschen höher geworden. Na komm, wir hauen den rein. Den Message Ferguson MF 8700. Jetzt kommt er. So, guck mal, wie viel ich schon an Zeit hier wieder verloren habe. So, muss der noch gesenkt werden? Ne, eigentlich nur volle Möhre. Und dann go. Ich mach mal weite Vogelsicht für mich, dann sehe ich das ein bisschen besser. So, und jetzt kette ich hier durch. Ich hoffe mal, es funktioniert so, wie ich mir das gerade denke. Ah, wie gesagt. Ohne GPS fährt sich das echt für mich ein bisschen komisch. Ja, es funktioniert, aber es ist nicht so schön sauber. Und ich finde das echt einen geilen Mod. Liegt sogar eigentlich den besten. Wow. Ich kann das so irgendwie am besten. Die Breite hat sogar fast dieses Mal gestimmt, aber auch nur fast. Der Ding ist auch ein bisschen Power dafür. Will mich nicht so doll ärgern. Aber wie man sieht, die Abstände sind hier nicht so gut bei mir.
Also das blubbernde Geräusch von dem Motor, echt genial, wenn er so ein bisschen mal wieder Gas gibt. Was, wenn er will. So, drei Viertel haben wir geschafft. 10 Minuten noch Zeit. Ist der Zeitbonus trotzdem nicht allzu schön bei den Kleinen. Also bei den Großen macht das natürlich echt viel Spaß, aber nicht bei den Kleinen. Ausgelassen. Ich hoffe mal, es funktioniert trotzdem. Der Nachbar ist trotzdem zufrieden mit mir. Oh oh, das wird eng, Leute. Alter, auf der letzten Rille. Auf der letzten Rille, ey. Definitiv. Oh, guckt euch mal an, Alter. Da musst du echt schon. Also, da musst du doch bald mit dem GPS fahren. Hello, einen knappen 1000er mehr. Immerhin, besser kann es nicht laufen. So. Ach ja, so, da habe ich hier ein bisschen mehr Geld. Wenn auch nicht viel. Da kann ich jetzt noch nichts machen. Besuchen wir mal den Kollegen. Gucken wir mal nach. So, 2,4 will der haben. 2,4 will der haben. 40 Minuten 16.000. Okay. Zwei, vier. Und jetzt 3. 3. Wow. 3. Auch nicht schlecht, ne? Soll ich den nehmen? Mit dem kleinen H, 4, 8, 8. Bin gerade noch so am Überlegen. Ich glaube irgendwie nicht gerade. Haben wir noch irgendwo so ein kleines Feld? Besuchen. Ja. Hier haben wir 5 Minuten für 2 mit einer großen Spinne. Spinne sage ich, also große Spinne zum Düngen. Was haben wir sonst noch? Haben wir gar kein richtig kleines Feld mehr, ne? Ja, das kenne ich ja schon. 5. Und dieses. Nur noch 8 für 20 Minuten. Hast du wohl einer Murmel, wa? Waren vorhin deutlich mehr. 3. Diesmal mit dem Proxima. Multi XM. Okay. Auch nicht schlecht mal der Hobel da. Ja, ich bin gerade am Überlegen, Leute, aber ich glaube, ich nehme den hier mal. Wird mir nicht so viel bringen, aber okay, immerhin etwas. So, rein da. Meine Damen und Herren, ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ja, falls ihr wisst, was das gerade war, Leute, immer her damit. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich wollte das annehmen und war schon fertig. Und habe dadurch einen sagenhaften Bonus von über 2000 Tacken nochmal oben drauf bekommen. Heidewitzka sage ich da nur zu, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ich habe nichts gemacht, außer Start zu drücken und auf einmal war ich fertig. Ja, freut mich doch. Freut mich doch echt mal. Ja, gut. Damit hat sich das Thema erledigt. Ja, Leute, trotz alledem, ich hoffe mal, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das gerade war. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist unglaublich. Ja, das wollte ich doch gerade machen, Leute. Irgendwas hat mir da gerade reingehauen. Ich habe keine Ahnung. T5. Genau, den habe ich gewählt. Ja, wie gesagt, ihr wisst, wie es geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare, Like und Abo. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und bis denne.